Recht herzlich willkommen zur Folge Nummer 37 von Towns, die zweite Staffel. Wir sind wieder drinne. Ich habe letztes Mal hier den Händler ziehen lassen noch. Der ist jetzt da noch am Stehen, der kriegt noch seinen letzten Apfel wohl. Und dann müsste er eigentlich gleich verschwinden, oder? Fährt gar nicht weg. Was ist los? Ein Platten oder so? Könnte sein, ne? Ja, den letzten Apfel will er nicht, fährt aber auch nicht weg. Komisch, weil hier stand jetzt gerade auch nichts mehr drin, oder? Nö. Naja, wenn es so ist, dann ist es so, auch egal. Gut, ja, den Angriff, den haben wir dann auch überlebt. 12 hatten wir vorher, 12 haben wir nachher, der da unten aus dem Keller kam. Die waren ja kurz zum Schluss noch zu sehen, die Spinnen, dass die dann da oben angekommen sind. Und dann war auch gut. Hier haben wir wieder ausgewählt. Wir haben festgestellt, dass die Äpfel ja alle von alleine auch verschwinden. Hier unten ist noch ein Dingens, ein Burner produziert worden. Das heißt, wir können jetzt auch die ganzen vielen Knochen vernichten, die dann über sind. Und da sollten wir vielleicht auch mal einen immer wegschmeißen irgendwie. Vielleicht macht das auch einer, wäre nicht schlecht. Weil, ja, wie soll ich sagen, ne? Irgendwoher muss es ja kommen, dass wir nicht happy sind. Und wenn diese ganzen Knochen da rumliegen, vielleicht hat es auch wieder damit zu tun. Das kann auch sein. Ich weiß es auch nicht mehr. Ja, ich habe vor etwas längerer Zeit im Forum nochmal geschrieben von Towns, aber da habe ich auch keine Antworten in dem Sinne drauf gekriegt. Nur von irgendwelchen anderen Leuten, die dann gesagt haben, sinnig wäre es gewesen, wenn das hier Open Source geworden wäre, ne? Aber das hat dann auch nicht geklappt. So, der will auch gar keine mehr haben. Keine Ahnung warum. Eigentlich wollte er noch ein paar haben, aber das hat wohl nicht so ganz geklappt irgendwie. Na, irgendwann geht er ja weg, glaube ich. Irgendwie war da mir was, dass das so passiert. 3 Brote sind da drinne. Stand das nicht mal daneben oder so? Kommt mir jetzt gerade etwas spanisch vor. Haben hier irgendwelche Viecher was geklaut, hä? Kann das sein? Ich glaube ja. Ja, als die Badger, die Bad Badger da waren, ne? Die haben da bestimmt das was mitgenommen, gehe ich mal von aus. Naja, was soll's, egal. Gut. Gucken wir weiter. Decke hier oben. Ja. Könnten wir zumachen. Oh, die sind jetzt immer noch am, wie wild am, sag schon, Äpfel bringen oder auch nicht bringen und versuchen es immer wieder. Irgendwie ist das noch buggy dann gewesen auch. Ja, können wir jetzt auch nicht ändern irgendwie, oder? Ich hatte letztes Mal gedacht, noch 5, dann speicherst du ab. Damit wir den Schluss wieder sehen, aber das ist wohl schief gegangen. Aber einer hat sich jetzt einen Apfel geholt und isst den erstmal hier. Das ist ja auch ganz praktisch, ne? Gut. Ja, wo sind die Fässer mit Raw Materials, Raw Food Barrel? Die wollte ich eigentlich hier rein haben. Das geht aber irgendwie komischerweise nicht. Gehen dann Prepared Food Barrels, gehen auch nicht. Das ist eine Vorratskammer in dem Sinne, aber ja, eine Zone. Oder ist es ein Stockpile? Nein, es müsste eigentlich eine Zone sein. Oder? Haben wir da was Falsches gemacht? Das ist ja alles hier nicht das Richtige. Atelier, Arena, Balcony, Taverne. Nee, es ist gar keine Zone dann. Ja, das ist ein Stockpile ist das und das ist ja dann auch falsch, ne? Sollten wir den Stockpile schleunigst wieder löschen, weil der muss ja dann auch nicht sein. Und den können wir so gar nicht löschen, sondern wahrscheinlich hier mit Rechtsklick und Destroy Stockpile, genau so ist es. So, und dann geht's hier wieder hin. Machen wir mal so. Und so. Da kommt auch schon ein Fass daher. Manage Raw Food Barrel. Und da werden wir dann definitiv, wenn es geht, ach so. Raw Food Barrel. Das ist also nicht das, was wir suchen, sondern das müsste dieser sein. Und da können wir dann die Äpfel freigeben, ne?
Ja. Tja, da sollten wir vielleicht noch ein paar mehr. Ah, ne, haben wir ja gemacht. Die sind da ja, und dann müssen die fabriziert nur werden, ne? Packt da einer das an? Ich glaube nicht, ne? Ist jetzt aber auch halb so wild. Der Karren ist immer noch da. Die versuchen es immer noch da reinzukriegen. Funktioniert irgendwie nicht. Ist aber auch jetzt nicht so wild. Ah, guck mal, da ist ein Brot reingekommen. Ach, das haben sie von da nach da jetzt gestellt. Alles klar. Okay, dann Manage Prepared. Oh, wir haben drei Helden gekriegt. Da schau her. Da müsste ja hier noch irgendwo das Brot auch ausgewählt sein. Das war es jetzt nicht, sondern hier der Ofen ist es und da ist auch das Brot ausgewählt. Alles klar, dann mal die Happiness tatsächlich mal hoch. Wow. Gut. Dann lass uns den Apfel da wieder wegnehmen. Und die nächste, wenn denn überhaupt dann Fass hinkommt, dann sollten wir das vielleicht nehmen. Das Mehl kann da rein. Das machen wir mal einen Unlock raus, dann sollen sie es da hinstellen und da denke ich, machen wir das genauso. Jetzt hat er tatsächlich noch einer was reingebracht, ne? Nachdem ich Unlock gemacht habe. Kaum zu glauben. Das sind Helden. Okay. Da sind die Brote reingekommen. Ja, super. Einer holt's raus. Ja, Unlock habe ich gemacht, aber keine Ahnung, was er da, wie das funktioniert. Schon komisch. Der Dingens ist auf jeden Fall weg. Der Karren. Hier haben wir wieder genug von dem Zeug. Naja, hier haben wir schon diesen Berg in Angriff genommen. Und da können wir jetzt eigentlich. Ja. Noch was wegmachen, ne? Oh. Ich glaube, das ist gerade schief gelaufen. Das lassen wir mal besser. Hallo? Das darf nicht sein. Das ist nicht dick, sondern mein dann wohl. Ja. Gut, jetzt machen sie das alle auch schon. Interessanterweise. Ja, wird alles weggeackert. Da sind sie schnell jetzt unterwegs. Drei neue Helden bedeutet auch dreimal was anziehen, oder? Da unten. Zack, zack, zack. Auto-equipped. Gut. So, hier machen wir noch schnell das Dach dazu. Denke ich mal. Wände, Holzwände, Decken. Und auf der anderen, wieder nicht die Shift-Taste gedrückt. Und da auch nochmal zu. Oh, guck mal, da ist ein zweites Fass hingekommen. Da können wir dann die Äpfel einlagern. Also jetzt nur noch 7 von da. Ja, gucken wir, dass wir es hinkriegen, ne? Ich glaube, da muss wohl auch eins stehen, ne? Kann es kaum sehen, aber da ist wohl eins. Und da machen wir die Beeren rein. Ja, jetzt wird hier ordentlich abgearbeitet. Da sind sie fähig und in der Lage zu.
hat das auch weg. Und wenn wir schon dabei sind, dann zack, das auch weg. Hier ist ein Sumpf, da sind auch lauter blaue Radieschen. Die können wir da ja auch wegholen, ne? Naja. Ah, guck mal, das ist auch interessant, ne? Auf der Erde wächst jetzt hier schon wieder was. Fällt das dann runter oder so? Keine Ahnung. Oder spawnt das automatisch irgendwie zufällig? Naja. Die Stelle noch und die Stelle noch und dann haben wir das auch wieder geschafft. Das schickes Blumenbeet, die Kühe stehen im Dunkeln, die Schweine auch. Na guck mal, hier ist sogar ein zweiter schon gebaut worden, interessant. Was macht das Dach? Ja, da wird auch dran gearbeitet. Wie sieht's mit Essen aus? 6 Brote, keine Äpfel, keine Birnen. Und da haben wir 3 Fässer. Ich weiß gar nicht, ach so, da ist das Mehl drin. Dann lass uns das nochmal angucken. Ah, lass uns da mal auch Eier sammeln. Was haben wir da? Ach, Getreide ist da. Gut, dann machen wir da Getreide rein und nichts anderes. Ah, hier ist auch Getreide, ne? Ja. Gut. Okay. Läuft aber einigermaßen, ne? Jetzt geht's hier weiter. Klimper, klimper. Ja. Wie sieht's in der Schmiede aus? Das hier oben ist doch Spider-Red, ne? Ja. Können wir da ja Rüstung rausmachen, ne? Iron, Spider-Red, Spider-Red. 5 von jedem. Mal gucken, was passiert. Da braucht man da was Spezielles zu einem Smelter, ein ITE-Smith. Okay, das haben wir wahrscheinlich noch nicht. Gut, dann müssen wir den noch bauen. Smelter haben wir ja, ne? Das ist ja dieses Ding hier, genau. Und das andere ist nur diese Anvil. Ah, da ist er. Dahin und fertig ist. Gut, schauen wir mal, ne? Und da fehlt noch eine Tür auch. Na guck mal, da könnte man auch noch ein paar Mauern ziehen. Wäre vielleicht sinnig, dass der Raum beschlossen wird, ne? So. Pause. Pause heißt, irgendwas passiert. Ein Angriff. Da sind sie. Spider und Red Slime. Okay, können wir laufen lassen. Ist keine Schwierigkeit, ne? So war es richtig. Helden haben wir einen. Treppe nach oben geht auch. Räume sind geschlossen. Was wollen wir eigentlich mehr, ne? Okay, die sind hier noch am Dreck abbauen. Bei Land gewinnen. Kriegen wir auch hin. Dann würde ich mal sagen, gehen wir gerade hier nach Furniture und machen noch eine Tür. Fehlt sonst noch wo? Ah, hier fehlen natürlich noch reichlich Türen, ne? Da ist schon ausgewählt. Hier fehlt sie, da fehlt sie, da fehlt sie. Ah, vielleicht baut die ja einer ein. Ach so, ja, jetzt haben wir die Shift-Taste nicht erwischt und noch 2 Türen offen. Gut, hier kommen die Spinnen gerade rein. Werden aber definitiv angegriffen. So, sollte funktionieren. Die Türen sind alle da, da ist auch ausgewählt. Passt wohl.
Ich weiß jetzt nicht, wo noch wer am Kämpfen ist. Das ist weg. Ja, gut. Ich glaube, die Welle haben wir auch überstanden. 13 Happiness von 30 nötigen. Ja. Das ist erledigt. Hier passiert noch nichts. Kurz nochmal in die Werkzeugkiste gucken. Stand da am Forge, braucht man, ne? Wo war das Ding denn jetzt da? Smelter, Anvil haben wir, Iron Spider, Spider Red und Forge. Forge ist hier. Ja, sollte funktionieren eigentlich. Gut, aber ich sehe, die Zeit ist auch schon wieder soweit. Dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann, tschüss.